Wusste Albus Dumbledore in der Kammer des Schreckens, dass Lucius Malfoy ein Todesser war? Das und mehr jetzt in diesem Video. Heute sprechen wir über Albus Dumbledore und den Chef des Malfoy-Clans, Lucius Malfoy. Genauer gesagt möchten wir untersuchen, warum Dumbledore es versäumt hat, Lucius Malfoys Status als Todesser zu erkennen. Wenn wir uns die Handlungen und Verhaltensweisen von Lucius Malfoy in den Büchern und den Filmen anschauen, ist es schwer zu übersehen, dass er äußerst intolerant gegenüber Muggeln und Muggelgeborenen war, ein starker Befürworter der Blutreinheit und eng mit den Todessern verbunden war. Er entging nur knapp einer Verhaftung nach dem ersten Zaubererkrieg, in dem er behauptete, unter dem Imperiusfluch gehandelt zu haben. Es scheint fast unmöglich, dass Dumbledore nicht erkannt haben könnte, dass Lucius Malfoy ein Todesser war. Nach der Kammer des Schreckens wurde Dumbledore jedoch klar, dass Lucius Malfoy hinter dem Öffnen der Kammer des Schreckens steckte. In den folgenden Jahren erfuhr er auch, dass Tom Riddles Tagebuch ein Horcrux von Voldemort war. Warum konnte Dumbledore angesichts dieses Verhaltensmusters nicht erkennen, dass Lucius ein Todesser war? In einer bestimmten Passage wird Lucius mit der Tatsache konfrontiert, dass er Ginny das Tagebuch gegeben haben soll. Dumbledore gesteht ihm gegenüber ein, dass er niemals beweisen kann, dass Lucius etwas getan hat. Weil du es hier untergeschoben hast, sagte Harry in Flourish und Blotts. Du hast ihr altes Verwandlungsbuch genommen und das Tagebuch hineingeschoben, nicht wahr? Er sah, wie sich Mr. Malfoys weiße Hände ballten und wieder lösten. Beweisen Sie es, zischte er. Oh, dazu wird niemand in der Lage sein, sagte Dumbledore und lächelte Harry an. Nicht jetzt, wo Riddle aus dem Buch verschwunden ist. Andererseits würde ich dir raten, Lucius, nicht noch mehr von Voldemorts alten Schulsachen weiterzugeben. Wenn noch mehr davon in unschuldige Hände geraten, wird Arthur Weasley dafür sorgen, dass sie zu dir zurückverfolgt werden. Dumbledore wusste also sehr wohl, dass Lucius Malfoy ein Todesser war, aber er hatte keine handfesten Beweise gegen ihn. Er war ein kluger und besonnener Mann, der nicht leichtfertig Anschuldigungen erhob, selbst wenn er starke Verdachtsmomente hatte. Nach der Kammer des Schreckens gab es immer noch keine ausreichende Grundlage, um Lucius öffentlich als Todesser zu beschuldigen. Es war nicht bewiesen, dass das Tagebuch ein Horcrux war, und es gab keine direkte Verbindung, die nachgewiesen werden konnte. Zusätzlich hätten Ginnys und Harrys Zeugenaussagen gegenüber den Worten eines wohlhabenden, mächtigen und einflussreichen Mitarbeiters des Zaubereiministeriums wenig Gewicht gehabt. Auch vergangene Anschuldigungen aus dem ersten Zaubererkrieg hätten keine Rolle gespielt, da Lucius bereits freigesprochen worden war. Letztendlich musste Dumbledore in der Lage sein, seinen Fall zu beweisen. Doch es ist klar, dass Dumbledore sehr wohl um Lucius' Todesserstatus wusste, wie er in seiner Ausgabe von Die Geschichten des Beadle und Barden bestätigt. Dieser Austausch markierte den Beginn von Mr. Malfoys langem Bemühen, mich von meinem Posten als Schulleiter von Hogwarts zu entfernen und meinerseits ihn von seiner Position als Lord Voldemorts Lieblingstodesser. Ein weiterer Aspekt, den wir berücksichtigen sollten, ist die politische Landschaft der Zaubererwelt zur Zeit von Dumbledores Erkenntnissen. Lucius Malfoy hatte nicht nur großen Einfluss im Zaubereiministerium, sondern auch beträchtliche finanzielle Mittel, die er zur Manipulation und Kontrolle einsetzen konnte. Selbst wenn Dumbledore überzeugende Beweise gegen Lucius gehabt hätte, hätte es enormen politischen Druck und Widerstand gegeben, ihn zur Rechenschaft zu ziehen. Das Zaubereiministerium selbst war oft korrupt und durchsetzt von Anhängern der Reinblutideologie, die Lucius natürlich unterstützten. Darüber hinaus hatte Dumbledore immer ein größeres Ziel vor Augen, die endgültige Niederlage von Lord Voldemort. Er wusste, dass eine offene Konfrontation mit Lucius Malfoy ohne solide Beweise mehr schaden als nützen könnte. Dumbledore war sich bewusst, dass er strategisch vorgehen musste, um das Vertrauen und die Unterstützung der breiten magischen Gemeinschaft zu gewinnen. Eine voreilige Anklage gegen Lucius hätte ihn politisch isolieren und seine Fähigkeit, gegen Voldemort und seine Anhänger vorzugehen, erheblich beeinträchtigen können. Dumbledores Entscheidung, Lucius Malfoy nicht sofort öffentlich zu beschuldigen, war also nicht unbedingt ein Zeichen von Schwäche oder Unwissenheit, sondern vielmehr eine kalkulierte Strategie. Er wusste, dass der Kampf gegen Voldemort mehr erforderte, als nur einzelne Todesser zur Rechenschaft zu ziehen. Es erforderte das Schaffen eines Umfelds, in dem die Ideologie der Todesser und die Unterstützung für Voldemort dauerhaft untergraben wurde. Durch seine Geduld und Weitsicht konnte Dumbledore letztendlich entscheidende Beiträge zur Niederlage Voldemorts und zur Befreiung der Zaubererwelt von der Herrschaft des Bösen leisten. Ein weiterer Faktor, der Dumbledores Zurückhaltung erklärt, Lucius Malfoy sofort zu entlarven, ist die tiefere Strategie im Kampf gegen die Todesser.
Dumbledore war sich bewusst, dass Lucius' Einfluss und Position ihm wertvolle Informationen liefern könnten. Indem er Lucius' wahre Loyalitäten im Verborgenen hielt, konnte Dumbledore potenziell mehr über die Machenschaften der Todesser und Voldemorts Pläne erfahren. In einem offenen Krieg sind Informationen oft wertvoller als unmittelbare Vergeltung. Lucius Malfoy war nicht nur einfach ein Todesser, er war einer der einflussreichsten und mächtigsten. Seine Verbindungen innerhalb des Ministeriums und zu anderen hochrangigen Zauberern machten ihn zu einem wertvollen, wenn auch gefährlichen Akteur in diesem Schachspiel. Dumbledore wusste, dass der Kampf gegen Voldemort nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern auch in den politischen Gängen und Hinterzimmern entschieden werden musste. Indem er Lucius Malfoy in einer scheinbaren Sicherheit ließ, konnte Dumbledore die Bewegungen und Strategien der Todesser besser beobachten und möglicherweise besser vorhersagen. Dies ermöglichte es ihm, besser auf Bedrohungen zu reagieren und präventive Maßnahmen zu ergreifen, die andernfalls vielleicht nicht möglich gewesen wären. Ein weiteres bemerkenswertes Beispiel für Dumbledores strategischen Umgang mit Lucius Malfoy ist das Treffen im Zaubereiministerium nach der Schlacht in der Mysteriumsabteilung im 5. Buch. Hier wird deutlich, dass Dumbledore Lucius genau im Auge behalten hat und bereit war, im richtigen Moment zuzuschlagen. Zeit für eine kleine Schlussfolgerung. Dumbledores Umgang mit Lucius Malfoy war nicht durch Unkenntnis oder Schwäche geprägt, sondern durch eine tiefgreifende strategische Überlegung. Er wusste um die Gefahr, ging und entschied sich bewusst dafür, ihn zunächst unbehelligt zu lassen, um das größere Ziel, die endgültige Niederlage Voldemorts, zu erreichen. Diese Taktik ermöglichte es Dumbledore, Informationen zu sammeln und zu einem Zeitpunkt zuzuschlagen, als die Unterstützung für die Todesser am schwächsten war und die Beweise gegen sie unwiderlegbar waren. Und das war es auch schon mit diesem Video. Was denkst du darüber? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.